Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Wir haben gerade einen Bloater besiegt, einige Runner waren noch mit dabei. Überhaupt kein Problem für Ellie und Joel. Aber ein Problem ist es, hier irgendwie wieder rauszukommen aus diesem Haus hier. Aus diesem Bossraum. Ach so, wisst ihr, was ich noch nicht versucht habe? Die Tür. Nee, die geht auch nicht. Können wir hier weiter kriechen vielleicht? Nee, auch nicht wirklich. Ah, okay. Was machst du da? Was machst du da? Was sieht's denn aus? Das ist ein A2 Bloaterlauer. Ja, das ist blöd. Das wird schon. Spuren sind weg. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Wir sind zusammen, oder? Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ah, ich habe aber ein gutes Auge für dich. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Trottel. Der Joel. Natürlich ist in dem Spind im Hotel Munition. Wir sind ja auch in den USA. Also was weiß ich. Vielleicht ist das realistisch. Keine Ahnung. Game over, man. Kannst du dich da durchzwingen? Ja, bestimmt. Ich habe nur Angst, dass dann gleich wieder Zombies kommen. Und ja, ich nenne die Zombies. Ich meine, es sind im Grunde Zombies. Ja. Okay. Danke. Ja. Hey, Joel. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich habe sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären Sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben wir gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz einspringen. Das habe ich mir nämlich gerade gedacht, weil wenn Ellie noch überhaupt nicht weiß, was da vorgefallen ist, dann frage ich mich,
Warum muss sie dann überhaupt verbergen, dass sie immun ist? Weil Joel muss ja befürchten, dass die Fireflies immer noch hinterher sind für einen Impfstoff, für ein Heilmittel. Aber Ellie nicht. Ellie meint, die haben sie einfach gehen lassen, weil sie nutzlos ist quasi, weil die kein Heilmittel herstellen können. Warum sollte sie dann verbergen, dass sie immun ist? Dann kann man doch offen damit umgehen. Dann kann man sagen, hey, ich bin übrigens immun. Ja, ich war mal in so einem Firefly-Krankenhaus, die meinten, es gibt Dutzende. Und fertig. Und das ist doch auch nichts so Ungewöhnliches. Warum sollte man denn, oder? Ich meine, natürlich, es gibt immer Leute, die immun gegen verschiedene Krankheiten sind. Warum auch nicht? Und, ja genau, das macht dann gar keinen Sinn. Jetzt würde mich interessieren, was Joel ihr sagt, warum sie unbedingt Gasmasken tragen soll und das verheimlichen soll. Aus Joels Perspektive macht es Sinn, aber inwiefern hat er denn Ellie irgendwie, ne, davon überzeugt, dass das wichtig ist? Komisch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Ah, Joel, ey. Er ist einfach so ein Trottel. Nein. Der regt mich richtig auf. Wirklich. Gut. Dann komm. Der ist nachvollziehbar und alles, aber er ist ein Trottel. Ich habe ja schon, wenn ihr mein Let's Play zum ersten Teil gesehen habt, da habe ich ja schon gesagt, ich war schon beim ersten Mal durchspielen und auch bei dem Let's Play, das habt ihr nochmal bestätigt, der Meinung, dass Joel ein super egoistisches, egozentrisches Arschloch ist im Endeffekt. Und zwar schon vor dem Ausbruch, schon davor, gibt es diese eine Szene, wo Tommy, er und seine Tochter mit dem Auto fahren und irgendwelche Leute, zwei Erwachsene und ein kleines Kind, klopfen an die Scheibe und sagen, Hilfe, nehmt uns mit. Und er sagt, nein, wir fahren weiter. Und sowohl die Tochter als auch Tommy sagen, was, wieso, nö, wir helfen denen. Und er sagt, nein, nein, einfach weiterfahren. Und da merkt man schon. Und das zieht sich dann durch das ganze Spiel durch den ganzen ersten Teil. Also ich will jetzt gar nicht zu weit hier in der, wir wollen hier den zweiten Teil spielen, ich will nicht zu weit in der Charakterstudie des Joels aus dem ersten Teil eingehen, aber letztendlich war ich schon immer der Ansicht, dass auch die Tatsache, dass er Ellie rettet, im Grunde nur egozentrisch ist. Ihm geht's in erster Linie nämlich gar nicht um Ellie. Wenn es ihm um Ellie gehen würde, hätte er ihr im Vorfeld gesagt, was los ist. Er würde ihr jetzt wenigstens sagen, was los ist, weil sie verdammt nochmal verdient hat zu wissen, was da passiert ist und was mit ihr los ist und was mit den Fireflies los war und so weiter. Aber er lügt sie immer weiter an, weil schon damals im Krankenhaus, als auch jetzt in dieser Szene, geht es ihm nur darum, dass er quasi seine Tochter nicht nochmal verlieren will. Ich meine, der ist traumatisiert und alles, ist voll okay, aber es geht ihm überhaupt nicht darum, Ellie zu retten, um Ellies Willen. Es geht ihm um seinetwillen. Er braucht Ellie. Und das ist auch so schön durch diesen Song, den er ihr beibringt, dargestellt. Dieses Lied mit dem Text, If I ever lose you, I'm gonna lose myself. Wenn ich dich verliere, verliere ich mich selbst. Das ist nämlich genau das. Auch dieser Song beschreibt, nicht von wegen so, oh, wenn du stirbst, wäre das total schlimm, weil dann bist du tot, sondern wenn du stirbst, dann geht's mir scheiße. Wenn ich dich verliere, dann bin ich am Arsch. Deswegen ist es schlecht. Und
Ne, das zieht sich auch durch den zweiten Teil ziemlich gut eigentlich, finde ich. Nicht, dass sich Joel jetzt hier als totalen Bösewicht darstellen will, weil wie gesagt, der ist nachvollziehbar geschrieben, der ist eigentlich ein guter Charakter, weil er sehr komplex ist und alles. Aber ich sehe den eben nicht als den liebevollen, heldenhaften Vater, sondern als den egozentrischen Arsch, der durch seine emotionale Bindung zu Ellie quasi sie behalten will, unter Anführungsstrichen, als Tochter, als Ersatztochter, wenn man so will, wenn man es negativ ausdrücken will, für seine leibliche Tochter, die damals gestorben ist. Und er kann nicht nochmal seine Tochter verlieren. Aber es geht ihm nur um sich selbst. So sehe ich das zumindest. Naja, jetzt aber weiter. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass er Ellie nicht einfach so sterben lässt, ne? Aber man könnte zu den Ärzten sagen, ruhig auch mit Waffengewalt, Leute, nein, so geht das nicht. Wir reden jetzt mit Ellie, wir setzen uns hin, erklären ihr alles und lassen sie entscheiden. Ihr könnt nicht über ihr Leben bestimmen. Genau das hätte er machen müssen, anstatt alle umzubringen. Sie ist die zentrale Figur. Sie hätte die Entscheidung treffen müssen, von Anfang an. Die Fireflies sind auch Kacke, ist eh klar, aber in dem Fall. Aber ja. Man muss reden mit den Menschen, Leute. Vielleicht ist das, was wir lernen sollen aus The Last of Us. Der erste Teil 20 Stunden, der zweite 30 Stunden und die Botschaft ist, Leute, redet miteinander, verdammt nochmal. Okay. Jesse schläft. Hey, lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jesse sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Yep. Okay, wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Folge der 5, der Fall Ellie. Folgen. Nora finden. Und sie rausquetschen, wo Abby ist. Leicht. Folge der 5. Polizeiauto, vielleicht gibt es da Munition drin. Haben Polizeiautos in den USA wirklich keine Scheiben, die irgendwie stoß- oder schusssicher sind? Das kommt mir ein bisschen unsicher vor, wenn man irgendwie schwer kriminelle Todestöter auf dem Rücksitz hat und dann hauen die einfach schnell die Scheibe aus und springen aus dem Auto. Naja, wer weiß. Die haben ja meistens Handschellen und so.
Ja, Spiel. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich wollte nur mal kurz mich vielleicht umsehen, Spiel. Einerseits will das Spiel immer, dass man sich umsieht und lootet, aber andererseits sagt es, jetzt geh doch mal weiter. Nee, ich bin ja froh um die Tipps, ehrlich gesagt. Ich bin ja froh, dass das Spiel einem nach der Zeit Tipps gibt. Aber, ja. Da ist schon wieder so viel hohes Gras und so viel Deckung und es ist so leise und nichts zu looten. Hier kommen bestimmt gleich wieder Gegner, oder? Hier ist wirklich gar nichts. Komisch irgendwie. Da war gerade was auf dem Dach, glaube ich, oder? Wie komme ich denn da hoch? Aber da wurde mir, glaube ich, was angezeigt. Ach so, kann sein, dass mir das Schild angezeigt wurde. Wahrscheinlich. Na bitte. Achtung, Krankenhauszufahrt, Quarantänebereich. Ich muss da durch. Na dann, gehen wir halt. Ist ja nichts dabei. Hier ist wirklich gar nichts. Das wundert mich so irgendwie. Hier durch. Okay. It's quiet. Too quiet. Was war das gerade für eine komische Animation? Das sah gerade seltsam aus, oder? Find das nur ich. Wer weiß. Wer weiß. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hat mal ein weiser Philosoph gesagt. Von wem ist denn das wirklich? Irgendeine amerikanische Country-Sängerin, oder? Ich weiß nicht. How many roads must a man walk down before he's cold, a man? Also, wahrscheinlich ist es metaphorisch gemeint, aber im wahren Leben keine. Es ist für einen Mann nicht zwingend notwendig, eine Straße entlang zu gehen, damit er Mann genannt wird. Das ist, glaube ich, schon so ziemlich... Ne, theoretisch von Geburt an schreibt man dann irgendwie männlich in den Geburtsausweis oder so. Aber spätestens ab Erreichen des 18. Lebensjahres. Ich glaube, das ist eigentlich notwendig. Aber in den ersten 18 Jahren, bis man dann erwachsen ist und offiziell ein Mann, Erwachsener, muss man keine Straße lang wandern. Ist, glaube ich, gesetzlich nicht vorgesehen. Also die Antwort ist null. Kann aber. Das ist, schließt sich jetzt nicht aus. Kann auch viele Straßen entlang gehen. Ganz egal. Also falls Sie das sehen, liebe Country-Sängerin, die das Lied gesungen hat, geschrieben hat, jetzt wissen sie es. Keine. Okay. Lesen wir uns mal die Geschichte von Randy Styles durch. Brain 100. Alle haben mindestens 100. Ganz selten mal weniger. Ach ja. Zugehörigkeit keine. Styles war früher Dr. Uckmans Forschungskollege und arbeitete nächtelang an der Entwicklung neuer Technologie zur Verbesserung der Menschheit, bis er eines Tages einfach verschwand. Monate später tauchte Styles Berichten zufolge an verschiedenen Orten in der Welt auf und ein kurzes Erscheinen in Mexiko, eine Steppvisite in Japan, eine Materialisierung im australischen Outback. Bei jeder Erscheinung hilft er Menschen in Not und verschwindet dann wieder. Manche spekulieren, Styles habe eine Fähigkeit, durch einen Unfall in Dr. Uckmans experimentellen Quantenteleporter erlangt. Er selbst bestreitet dies jedoch vehement. Wer jetzt? Uckman oder Styles? Naja, werden wir wohl nie erfahren. Ich höre die Krähen krächzen. Okay, ein Fortschritt. Wie ein Fortschritt? Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Wir laufen jetzt seit hunderten Stunden durch die Wiesen und ich habe bis jetzt eine einzige Karte gefunden. Verstehe überhaupt nicht. Ah, jetzt höre ich was. Aber das war gerade ein Infizierter, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade einen Infizierten grunzen gehört. Vielleicht war es aber auch ein Eichhörnchen.
Ich höre doch was. Ich höre doch hier was. Waren es etwa nur die Krähen? Die krächzen. Ich dachte, ich höre was. Sag ich doch. Das ist jetzt doof, ne? Wenn ich hier die Scheiben einschlage, das ist wahrscheinlich laut. Es sei denn... Ach, Mist. Kommet her, ihr Infizierten. Einer nach dem anderen, bitte. Boom. Die hatte gerade einen Zettel dabei. Woods, hier die Liste der Deserteure. Yishu, bla und so weiter. Verschiedene Deserteure, okay. Wir wissen, dass unter den Vorräten, die sie gestohlen haben, Waffen sind. Seid vorsichtig. Wir möchten sie zwar lieber lebendig schnappen, aber riskiert nicht euer Leben. Ihr habt meine Erlaubnis, sie beim kleinsten Anzeichen von Gefahr zu erledigen. Das ist aber auch nicht nett. Deserteure. Ein anderes Wort für Leute, die ausziehen und woanders leben wollen. Ich finde, das sollte man nicht kriminalisieren. Man sollte eigentlich ein Klima schaffen, in dem man drüber reden kann und denen dann vielleicht ein paar Vorräte mitgibt. Die sie sich auch selbst miterarbeitet haben als Teil der Community über längere Zeit wahrscheinlich. Ihr Spaßtrottel, Idioten. Jetzt hätte ich fast ein Sport gesagt, das sehr diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderungen ist, das ich aus meinem Vokabular eigentlich verbannt habe. Aber manchmal überkommt es mich noch. Wenn sie hier weg wollen, hätten wir uns etwas überlegen können. Aber desertieren in Kombination mit Klauen können wir nicht tolerieren. Wir müssen ein Exempel statuieren. Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell. Viel Glück, Isaac. Ja, wie gesagt, ich schätze mal sehr stark, dass denen klar war, dass ihr das nicht geil findet. Dass denen klar war, dass ihr ihnen hinterherkommt. Und dass sie das wahrscheinlich nur gemacht haben, weil sie keine andere Möglichkeit gesehen haben. Wahrscheinlich, weil ihr, wie gesagt, ein Klima der Gewalt und Ausgrenzung oder nicht Ausgrenzung, sondern Macht, Ermächtigung ermachtet habt. Ist meine Theorie. Aber was weiß ich schon, ich kenne euch nicht. Ihr seid Wölfe. Mäh, ihr Wölfe. Schnaps. Oh, Schrauben. Oh, Tabletten. Das ist, ich find's immer, ich weiß schon, ich hab das schon 100 Mal gesagt. Ich find's immer noch bekloppt. Dass man irgendwelche komischen Tabletten überall findet und die nimmt man dann und lernt deswegen, wie man besser craftet oder ähnliche seltsame Sachen macht. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Wirklich, ich glaube, das ist einfach ein ziemlich Drug-Positive-Spiel. Ein Spiel, das so Drogen sehr positiv gegenübersteht und sagt, ja, pfeif dir Tabletten rein, die du irgendwo findest. Wird schon gut gehen. Im schlimmsten Fall wird's ein Höllentrip, yeah. Okay. Was okay? Ich gehe mal noch da rein, weil ich glaube, ich muss da lang, der 5 folgen. Deswegen schaue ich jetzt mal noch hier ins Center.
Feel her love. Ah, das sind jetzt aber wieder die Sektenheinis, oder? Die Scars, von denen wir schon so viele negative Sachen gehört. Oh, da wurde wer aufgehängt. Okay. Das ist unangenehm. Geht's hier wirklich nicht weiter? Das kommt mir gerade so... Vielleicht geht's hier doch weiter, aber dann ist es auch okay. Das kommt mir zu groß vor, das Gebiet, als dass es hier nicht weiter ginge, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal, keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, das ist immer blöd, weil das ist, eigentlich macht das auch gar keinen Sinn. Weil es gibt Flaschen, die nur zum Werfen da sind, und Flaschen zum Craften von zum Beispiel Molotow-Cocktails oder so. Ihr seht schon, ne? Die Logik dahinter. Mir erschließt sie sich auch nicht, aber... Ein Seil? Hm, für was brauche ich denn bitte ein Seil? Ha, verstehe ich nicht. Vielleicht im nächsten Raum. Verdammt. Da drin gibt's was zu holen. Aha, da drin gibt's was zu holen. Dann habe ich vielleicht eine Idee. Das könnte vielleicht funktionieren. Jetzt wartet mal. Vielleicht habe ich doch einen optionalen Lootraum entdeckt. Wartet mal, das will ich nochmal besser machen. Okay. Das dürfte passen. So. Jupp, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da kann ich mich hier unten auch noch mal kurz umschauen. Spür ihre Liebe. Was zur Hölle? Ja, was zur Hölle. Spür ihre Liebe und dann hängen die dir auf. Diese Art von Liebe will ich, glaube ich, nicht unbedingt, wenn ich dann erhangen werde. Das ist nicht meine... Das ist eher so alttestamentarische Liebe. Mir ist die neutestamentarische Jesus-Liebe lieber. Wenn ich es mir aussuchen kann. Hüpf. Nein, komm schon, schwingen. Yes. Okay, was haben wir hier? Ganz viel Schrott. Ein bisschen Schrotflintenmunition. Noch mehr Munition. Need Bandages, Painkiller, Vitamins, Antibiotika, Thermometer und Pillows. Und sie haben nur Bandagen und Kissen. Das ist nicht gut. Wenn man Antibiotika braucht und sowas und man hat nur Kissen, das ist nicht gut. Simon, ich hoffe, dass du diese Nachricht niemals liest. Ich hoffe, ich kann sie zerknüllen und verbrennen, wenn du wieder bei mir bist. Wenn du wieder hier bei uns bist. Du bist jetzt, ich weiß nicht einmal, wie viele Stunden vergangen sind, seit du aufgebrochen bist. Ich bin rausgegangen, um nach dir zu suchen, um diese Kapuzenleute haben mich entdeckt. Sie haben mich angebrüllt und mich eine Sünderin genannt. Dann haben sie auf mich geschossen. Ich bin... wieder reingelaufen und hab die Tür verbarrikadiert. Ich höre nur den Regen von draußen, aber ich habe Angst, dass sie noch da sind. Soll ich weglaufen? Soll ich wieder hier bleiben? Ich bin wie gelähmt. Shit, und jetzt ist sie da unten, ne, die Leiche wahrscheinlich. Es tut mir leid, dass ich so krank geworden bin. Da kannst du doch nichts dafür, Paige. Du musst dich doch nicht... Das ist doch furchtbar. Es tut mir leid, dass ich dich allein zum Krankenhaus gehen ließ. Es tut mir leid, dass ich mich nicht versteckt gehalten habe, wie du es gesagt hast. Wenn mir irgendwas passiert, solltest du wissen, wie sehr ich dich liebe. Bitte komm zurück, ich habe solche Angst. Oh Gott, das ist so eine furchtbare, tragische Geschichte. Wahrscheinlich ist er irgendwo jetzt tot dann im Krankenhaus, wenn wir da sind. So Geschichten sind immer schlimm. So
Liebespaare, die quasi getrennt werden durch so tragische Ereignisse. Finde ich immer schlimm. Shift. Vielleicht kann uns Shift ein bisschen aufheitern. Brain 60. Ziemlich doof. Selten. Muskelkraft 60. Society of Champions. Auf den ersten Blick wirkt Gail Price wie ein typischer Teenager, inklusive pubertärer Stimmungsschwankungen. Doch bei ihr begründet diese Stimmungsschwankungen die Fähigkeit, die Geschwindigkeit von Materie zu beschleunigen. Wenn sie glücklich ist, leitet sie diese Kraft nach außen, was ihre Verbündeten beschwingt und ihre Gegner aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn sie traurig ist, leitet sie die Kraft nach innen und läuft ihren Gegnern mühelos davon, während sich der Rest der Welt bei ihrem Anblick schlapp und träge vorkommt. Während sich der Rest der Welt schlapp und träge vorkommt. Na, von mir aus. Shift ist zwar stark, aber eine unvergleichbare Verbündete und anfällig für die Gedankenmanipulation von Motivator. Neutrale Heldin. Na dann, haben wir uns zum Glück, noch am Seil festgehalten. Das wäre beinahe blöd ausgegangen sonst. Das war lustig, oder? Ich fand schon. Hier die kleine Cola-Flasche craften, die große braune Flasche werfen. Logisch. Ist das kleine Überlebens-Einmal-Eins. Wenn man mal so ein Survivalist ist wie Ellie, weiß man das. Uns kommt das vielleicht komisch vor, dass die so trennt hier, aber wir leben ja auch nicht in dieser postapokalyptischen Welt hier. Wir sind da nicht so klug wie sie, was das angeht. Ach ja. Ups. Ups, ups, ups. Katze! Cool. Ja, ich glaube schon, dass die Katzen die Welt so ziemlich zurückerobern, ne? Die Infizierten dürften für die nicht sehr gefährlich sein. Mich wundert es, dass nicht mehr Rudel wilder Hunde und sowas unterwegs sind. Das würde ich eigentlich erwarten. WLAN-Netzwerk unterbrochen. Na dann. Zum Glück. Okay. Ist das ein Singleplayer-Spiel? Wisst ihr eigentlich, wie geil das ist? Schon allein dafür muss man das Spiel eigentlich mögen. Ein Singleplayer-Spiel. Ein Singleplayer-Erlebnis von vorn bis hinten. Ohne Multiplayer. Ohne Microtransactions. Ohne Season Pass. Meine Güte, danke. Danke, dass es sowas heutzutage noch geben darf. Einfach nur ein straightforward Singleplayer-Spiel von vorn bis hinten ohne irgendeinen Scheiß. Nicht mal, gibt's doch im Pre-Order-Bonus, gibt's, glaube ich, leider. Ja, okay. Ja, gut. Aber selbst Nintendo hat solche mittlerweile. Wobei Nintendo hat, die sind nicht ganz so hardcore. Die wollen keine Pre-Order-Bonis machen, die machen Early-Buyer-Bonis. Das heißt, man kriegt es nicht nur, wenn man es vorbestellt, sondern auch noch, nachdem es schon erschienen ist für eine Woche oder einen Monat. Dass man immerhin sagen kann, okay, man kann noch die Reviews abwarten. Dann ist es nicht so manipulativ. Das ist in Ordnung, finde ich. Keine Mülltonne auf Rampe. Vorsicht. Ich glaube, ich weiß, wo ich die Mülltonne hinschiebe. Rutschgefahr auf Rampe. Oh-oh. Vorsicht, Ellie. Vorsicht. Puh, das war knapp, ey. Wir wären beinahe ausgerutscht und jetzt tot wahrscheinlich. Aber zum Glück ist Ellie eine erfahrene Rampenbetreterin. Das ist eine 2-jährige Ausbildung. Rampenbetreter. Wenn man fertig ist, heißt man Rampeter. Bestimmt. Leute, wir machen Schluss für heute. Ich laber nur noch Blödsinn. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.